So, es gibt ja zwei Berge in Tirol. Die heißen ziemlich ähnlich, könnten aber kaum unterschiedlicher sein. Der eine steht im Lüsenstal, der andere im Karwendel. Der eine voller Wiesen, der andere voller Steine. Und zu guter Letzt, der eine heißt Lampsenspitze und der andere Lamsenspitze. Und dieses P macht viel aus. Heute geht es nämlich auf, den anderen, die Lampsenspitze. Ja. Wir haben uns heute für einen Variantenweg auf die Lampsenspitze entschieden, die Nordostkante. Das ist eine Alpinklettertour, die uns nach der Lampsenjochhütte über die steile Wand im Bild zum Vorgipfel der Lampsenspitze und dann letztlich zum Hauptgipfel bringen wird. Aber ich greife vorweg. Beginnen wird diese Tour nämlich, wie so viele im Karwendel, mit jeder Menge Zustieg und jeder Menge Schotter. Die Morgenstunden sind aber definitiv ein echter Eyecatcher im Karwendel. Gerade wenn man die Ostseiten der Berge vor sich hat, dann steht man morgens quasi gemeinsam auf. Die Serpentinen zur Lamsenjochhütte sind mühselig, das steht fest. Aber keine Sorge, runter sind sie nämlich viel mühseliger. Irgendwann ist der Zustieg aber dann geschafft und es wird Zeit für eine erste Pause an der Hütte. Der weitere kurze Zustieg zum Wandfuß ist recht anstrengend, deshalb tut ein Snack hier ganz gut. Der Einstieg ist sehr einfach zu finden. Ein großer gelber Fleck markiert die Nordostkante ganz gut. Außerdem kann man es sich sogar noch einfacher machen. Man geht einfach so lang nach rechts die Wand entlang, bis man fast die Böschung runterfliegt. Dann ist man richtig. Gut, letzterer Tipp ist etwas risikobehaftet, stimmt aber trotzdem. Die erste Stelle ist knackig und eigentlich die Prüfung, ob man den Rest der Tour machen sollte oder nicht. Hat man die Stelle nämlich einmal geschafft, dann kommt nur noch leichteres Gelände. Vor allem, wenn man die Finger nicht spürt. Also da über das linke Knie einfach ganz weit drüber drücken und dann bist du oben. Man könnte sagen, bei den wenigen anstrengenden Kletterstellen ist das eine davon. Man sollte sich im vierten Grad aber definitiv auch im plattigen Kalk wohlfühlen, denn mit Absicherung ist hier nicht viel. Rund 20 Meter sind es bis zum ersten und einzigen Haken, den wir bis zum Standplatz in 40 Metern Höhe in der ersten Seillänge finden konnten. Wer möchte, kann hier aber auch problemlos, auch mit Friends und Keilen ergänzen, denn gerade in den ersten Seillängen ist der Fels für Karwendel-Verhältnisse erstaunlich kompakt und bietet viele gutmütige Risse für allerlei Accessoires aus dem eigenen Bestand. In den leichten Seillängen heißt es stets ohne Absicherung auskommen. Da es sich um Gelände im oberen zweiten Grad handelt, ist das aber absolut in Ordnung. Vorsichtig sind wir natürlich trotzdem, denn gerade in den leichten Seillängen wühlt man sich durch loses Geröll und ohne Zwischensicherung sind Ausrutscher natürlich ein sehr heißes Eisen. Man kann sich überlegen, die leichten Seillängen am kurzen Seil zusammenzugehen, was die Geschwindigkeit erhöht. Da wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht im Stress waren, haben wir es gemütlich von Standplatz zu Standplatz gemacht.
Die erste, dritte, fünfte und sechste Seillänge sind sicherlich die schönsten der insgesamt 12 Seillängen bis zum Vorgipfel. Na gut, schön war das jetzt nicht, aber jetzt geht's um Effizienz. Im Kamin geht es unschwer, aber etwas exponierter nach oben. Dieser ist auch mal wieder ein wenig abgesichert und man muss definitiv aufpassen, keinesfalls lose Steine abzutreten. Jeder Stein, der hier fliegen lernt, fliegt definitiv anderen Seilschaften weiter unten auf den Schädel. Nach dem Kamin kommt noch gemütliche Gratharscherei dazu im zweiten Grat. Der Fels ist hier sehr splitterig und teilweise exponiert, dafür kann man hier erstmal auch wirklich ein nettes Rundum-Panorama genießen. Die letzten Seillängen ähneln sich alle sehr, die letzte ist eine kleine Querung über die Gratpassage und fordert kurz nochmal starke Nerven, gerade wenn Schnee am Fels liegt. Schwer ist hier aber nichts mehr. Vom Vorgipfel geht's nun seilfrei im brüchigen Zweiergelände weiter bis zum Hauptgipfel und damit zum Ende der Tour. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum es hier keine richtigen Aufnahmen mehr vom Gipfel gibt, pünktlich zum Gipfelerfolg setzte plötzlich Hagel ein und wir mussten definitiv die Beine in die Hand nehmen. Der Abstiegsweg ist aber nicht sehr schwer. Ein B-Klettersteig mit ein paar Geröllfeldern später steht man wieder bei der Hütte. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!